Es sind ungefähr 15.000 Ampullen am Tag, die gefertigt werden. Dann bringen wir es auf gut 3 Millionen im Jahr, dann auch verkauft und zum Einsatz kommen. Das ist einfach auch in der Kosmetikkabine oder die Ampulle ist eigentlich so das Symbol für Wirksamkeit. Weil es kommt halt aus der Kosmetikbehandlung heraus, von der Kosmetikerin, die das halt kann und weiß, und wo die Kompetenz ist. Und die geht eben mit solchen Konzentraten auch um, die eben viel wirksamer sind, wie jetzt auch andere Präparate, und wählt auch die richtigen aus.